Der Grünzug des Parks beginnt und ich biege in einen vom Hauptweg abweichenden Weg ein. Links und rechts vom Weg viel Gestrüpp und hängende Gärten, die die Sicht auf das Denkmal nur langsam preisgeben. Als es zu sehen war, halte ich inne und verweile am Ort, um noch ein Foto aus dieser Position zu machen. Ich nähere mich aus südöstlicher Richtung und bleibe rechts neben ihm stehen. Es scheint, als hätte er mich gar nicht bemerkt, hatte nur seine Augen geradeaus vorwärts der Zukunft zugewandt. Man könnte auch sagen, er ist einfach nur seiner Nase gefolgt. Entstanden in den End-80ern, mit dem Denkmal, dem Park und den Wohnblöcken im Hintergrund, ist dieses Ensemble eine gelungene Gesamtkomposition der Städteplanung, die auch international Anklang fand. Im Mittelpunkt die überdimensionale Ernst-Thälmann-Büste mit erhobener Faust, stets bereit zum Kampf für den Kommunismus und als Mahnung gegen den Faschismus, im neuen Deutschland begleitet von der roten Fahne mit dem Emblem der Union der Sowjetrepubliken. Auf dem Sockel ist sein Namensschriftzug übersprüht mit Graffiti. Held steht da in roten Großbuchstaben. Ich wollte mich gerade darüber ärgern, aber irgendwie symbolisieren sie auch ein Stück Wahrheit. Er war ein Held. Für viele. Ob er heute immer noch Verehrer hat? Ich versuche ihm in die Augen zu schauen, aber sein Blick schaut über mich hinweg. Egal wo ich stehe, irgendwie unnah wirkt er mir gegenüber. Dabei will ich ihm nur in die Augen schauen, sein kahles Haupt streicheln und ihm einen Kuss auf seine wohlgeformten Lippen geben. Ernst Thälmann, ein deutscher Kommunist und Führer der Kommunistischen Partei Deutschlands. Geliebt und gehasst, geflüchtet, versteckt, entdeckt und inhaftiert, um letztendlich doch nach 11 langen Jahren in Einzelhaft im KZ Buchenwald erschossen zu werden. Ich, kleiner Mann, stehe vor seinen Füßen und er bemerkt mich nicht. Ich versuche ihn aus allen Richtungen mit meinem Camcorder einzufangen. Aber was bleibt, ist nur eine Träumerei der Ferne, eine unerreichte Berührung meiner Seele. Als ich so einige Einstellungen im Kasten hatte, wende ich mich dem Park zu. Ich höre es plätschern. Diese Geräusche waren mir nicht bekannt. Hinter grünem Dickicht versteckt ein Wasserlauf mit Zufluss in einen Teich. Ich komme mir vor wie im Amazonas, nur hatte ich keine Machete dabei. Kleine Plattenpfade bringen mich aber sicher ins Ernst-Thälmann-Viertel. Mit ihren hohen Wohnblöcken aus abgewaschenen Betonplatten und ihren Klinkerzeilen. Das Viertel ist im Original erhalten. Es wurde nichts saniert. Sogar die Holzfenster mit ihrer abgeplatzten weißen Farbe waren vorhanden. Die Hauseingänge gestaltet wie die typischen gelben Telefonzellen aus der damaligen Zeit. Ich fühle mich zurückversetzt. Ein angenehmes Gefühl, als würde ich in alten Fotoalben stöbern. Und nebenbei schwingt immer auch die Frage mit, was ist schiefgelaufen damals in der DDR? Sollten wir die Erinnerung an diese Zeit nicht nur in Museen betrachten dürfen? Sie an solchen Orten erhalten und erlebbar machen? Vielleicht sollte ich mich lieber nicht fragen und die Zeit an mir vorüberziehen lassen. Auch die Schwimmhalle gibt es noch. Sie ist aber wegen Sanierungsarbeiten zurzeit geschlossen. Hier fuhren wir von meiner Schule aus zum Schwimmunterricht. Ich sollte das Schwimmen erlernen. Doch damals waren mir die Untiefen des Schwimmbeckens nicht geheuer und so beschloss ich lieber, Nichtschwimmer zu bleiben. Das Schwimmen habe ich später am Devinsee bei Biesenthal gelernt, da bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen und geschwommen, begleitet von einer Luftmatratze. Nun habe ich das gesamte Viertel erkundet, am Springbrunnen halte ich noch einmal inne und lasse die Eindrücke Revue passieren. Ich verstaue meine Technik im Rucksack und laufe zur Tramstation Ecke Danziger Straße. Mein Fazit für den heutigen Tag fällt kurz und bündig aus. Die Zeit geht, Erinnerungen bleiben. Versuchen wir, Epochen nicht einfach zu ignorieren,
sondern setzen wir uns mit ihnen auseinander, verstehen ihre Geschichte und machen es für ein wirklich neues Deutschland, ein gerechtes Deutschland zu unserer Zukunft.